So, da ist er der Neue. Ihr wolltet ihn, ihr habt ihn, wir haben ihn. In diesem Sinne, Elias, herzlich willkommen bei Eintracht Frankfurt. Begrüße Elias Skiri, unseren Neuzugang vom 1. FC Köln und unseren Kollegen Patrick Zeilmann, der heute übersetzen wird. Elias wird die erste Frage für euch auf Deutsch beantworten und dann auf Französisch mit Übersetzung von Patrick. Ja, schön, dass ihr da seid. Willkommen im PK-Raum im Profi-Camp. Elias, warum Eintracht Frankfurt? Du hast dich für einen Wechsel zur Eintracht entschieden. Warum? So, erstmal hallo zusammen. Ja, nach 4 Jahren in Köln, ich brauchte eine neue Etappe. Und ja, ich glaube, für meine sportliche Fortschritt war wichtig, dieser neue Schritt. Und ja, wir haben viel gesprochen mit Markus, mit dem Trainer, und meine Gefühl war gut. Frankfurt hat Ambitionen und die Trainer will auch eine schöne Fußball zu spielen. Und ja, natürlich, ich war frei, so ich habe auch andere Möglichkeiten, aber für meine Gefühl, Frankfurt war die beste Projekt. So, ja, ich freue mich, hier zu sein, und ja, Frankfurt für mich, ich glaube, es ist die gute Strecke. Perfekt, wir freuen uns auch. Danke dir, Elias. Dann starten wir in die Fragerunde. War gut, genau, das Deutsche, ja, finde ich auch. Ja. Vielleicht. Vielleicht, genau. Vielleicht mixen wir ein bisschen, ja. Sonja Pahl startet von Hitradio FFH. Dann traue ich mich mal und hoffe, dass du auf Deutsch antworten kannst. Wie war denn die erste Trainingseinheit hier mit den Fans von Eintracht Frankfurt? So, ja, ich kann im Deutsch probieren. Mein Gefühl war gut, war eine gute Training heute mit vielen Fans. Und das ist auch wichtig für uns, für die ganze Mannschaft, für die ganzen Spieler. Dass die Fans sind da, ist wichtig, und nee, alles war gut. Ich habe auch ein gutes Gefühl auf dem Platz, und ja, ich freue mich, hier zu sein und zu nochmal arbeiten. Christopher Michel von Sport1, und dann gehen wir in die erste Reihe zu Ralf Weizbrecht. Ja, hallo und herzlich willkommen jetzt hier in Frankfurt. Dein Transfer hat sich gefühlt für uns alle sehr lange hingezogen. Es gab im Februar, März die ersten Gerüchte, dann hatte man irgendwie das Gefühl, Eintracht sucht andere Richtungen, du suchst eine andere Richtung. Jetzt kamt ihr dann doch zusammen, für uns Journalisten irgendwie so gefühlt ein perfektes Match. Du als Sechser, den die Eintracht schon lange braucht, kannst vielleicht mal diesen Transfer aus deiner Sicht berichten, von diesem ersten Kontakt, wie sich das in den letzten Monaten ja dann zusammengesetzt hat. Ja, wie ich habe gesagt, ich war frei, so natürlich, ich hatte auch oder andere Möglichkeiten, aber ja, wir haben einen Kontakt mit Eintracht Frankfurt seit einer langen Zeit. Danach, ja, ich war auch fokussieren in meine Fußball, in meine Objektiv mit Köln. Und ja, die Kontakte waren noch hier im Juni, so ich habe nicht mehr in die letzten Monaten, nur im Juni, aber ja, wie ich habe gesagt, mein Gefühl war gut. Und ja, mit Markus, dem Trainer, ich glaube, war ein guter Match zusammen, und ja, war nicht mehr. Ralf Weitbrecht von der FAZ. Ja, hallo, du hast eben von einem sehr guten Gefühl für das Projekt Frankfurt gesprochen. Frankfurt hat in dieser Saison mit neuem Trainer viel vor. Was hast du mit der Eintracht vor, vor allem sportlich? Mon ambition? Ja. Ja, ich will natürlich das Maximum Spiel zu spielen. Ich will auch meine Qualität hier montrer, zeigen. Und danach, ja, es ist eine neue Street, so toutes mes cartes sont remis à zéro.
Alles ist auf Null und ich muss nochmal schauen und arbeiten. Und ja, wenn ich will einen Fortschritt progressieren, das ist auch wichtig. Und ja, ich bin dafür für das. Ich will spielen und nochmal arbeiten. Julian Franzke vom Kicker. Hallo Elias, wenn man sich deine Statistiken in Köln der vergangenen Saison anschaut, dann ist es ja sehr beeindruckend. Gute Zweikampfquote, sehr gute Passquote. Es gibt kaum Spieler, die so viele Ballgewinne im Mittelfeld hatten in der Liga wie du. Es gibt noch viele weitere Fakten, die eigentlich zeigen, du bist auf der Position Topspieler. Gibt es auch irgendetwas, was du nicht kannst, irgendeine Schwäche, oder würdest du von dir selbst sagen, du bist eigentlich ein kompletter Spieler? Was kann ich arbeiten, sur ma dans quoi je peux progresser? Ja. Für das ich mache in Französisch viel, als ich für in Deutsch. Je peux toujours progresser. Voilà, je sais, je connais mes qualités. Je sais que j'ai fait beaucoup de belles choses à Cologne, mais j'ai toujours cette envie de progression et cette motivation. Je peux travailler, voilà, être encore plus efficace dans mes passes décisives, dans mes choix et voilà, être encore meilleur sur plein d'aspects. Je peux travailler encore mon dynamisme. Il y a plein d'aspects que je peux travailler. Après, je connais mes qualités et je sais ce que je peux apporter à l'équipe et c'est ce que j'espère montrer très rapidement. Ja, ich weiß natürlich um meine Qualitäten, die ich einbringen kann. Ich weiß aber auch noch, dass ich im einen oder anderen Aspekt zulegen kann. Also ich kann beispielsweise noch in der Effizienz arbeiten, also was jetzt beispielsweise meine Vorlagen, meine Torvorlagen angeht, die Entscheidungsfindung auf dem Platz. Also da gibt es noch den einen oder anderen Aspekt, wie zum Beispiel auch die Dynamik, in der ich mich auch noch verbessern kann. Aber ich weiß, wie schon gesagt, auch um meine Qualitäten und hoffe, dass ich die Qualitäten bestmöglich einbringen kann. Dennis Bayer von Sky Sport News. Sorry. Elias, wenn man sich in Köln umhört, dann hört man immer wieder, wie sehr du die Stadt geliebt hast und wie sehr dich auch die Kölner geliebt haben. Wie schwer ist dir dieser Abschied nach 4 Jahren aus Köln jetzt gefallen? Ja, natürlich war schwer, weil ich habe eine sehr gute Zeit in Köln. 4 Jahre vor, ich kenne gar nichts von dieser Stadt, von diesem Verein oder auch von diesem Land. Und ja, alles war super. Ich habe einen sehr emotionalen Moment in Köln mit vielen Traditionen, viele gute Leute, gute Menschen in dieser Stadt. Und ja, ich war froh, zu Köln zu spielen. Aber wie ich habe gesagt, ich brauchte diesen neuen Schritt, diese neue Etappe. Und ja, das war auch wichtig für mich. Und ja, ich habe Ambitionen und Frankfurt ist da und ja, ich bin sehr glücklich. Nicolas Richter von SG Forever D. Nee, keine Frage, okay, sorry. Dachte, die Hand war oben. Roman Unger von der Bild. Hallo Elias, es hieß, der Trainer hat auch einen gewaltigen Schritt oder eine gewaltige Rolle gespielt, dass du nach Frankfurt gekommen bist. Ich glaube, ihr habt euch auch mal über Französisch ausgetauscht im Videocall. Kannst du darüber was erzählen, wie das so gelaufen ist, wie sehr er sich ins Zeug gelegt hat? Si le coach a joué un rôle dans mon arrivée. Ja, natürlich, wie ich habe gesagt, wir haben viel gesprochen zusammen und ja, er kann auch eine sehr gute Französisch sprechen, das war auch gut und mein Gefühl war gut, wenn wir haben gesprochen. Er will einen schönen Fußball mit Intensität, mit Qualität und ich habe das Gefühl, dass für den Trainer und auch für den Verein ich kann hier wichtig sein. Und ja, ich will das, ich will spielen, ich will helfen, diese Mannschaft, diese Verein. Und ja, mein Gefühl war sehr gut mit dem Trainer und er war auch wichtig für meine Entscheidung. Ingo Dustewitz von der Frankfurter Rundschau.
Der Kollege hinter mir arbeitet beim Kicker, das kennst du bestimmt, da bist du ausgezeichnet worden zum besten defensiven Mittelfeldspieler. Weißt du das? Bedeutet dir das was? Ich weiß, ja, natürlich. Ich habe Kickerleser, das freut den Julian. Ja. Ich habe das gesehen und natürlich viele Leute hat mir das schenken. Natürlich, es ist eine sehr schöne Rekompense. Belohnung. Ja, ich bin sehr froh für das. Und dass meine Arbeiten Kicker hat gesehen. So, ich bin sehr glücklich und sehr froh. Aber ja, wie ich habe gesagt, jetzt es ist eine neue Etappe. Alles ist null und ich muss nochmal arbeiten und ich werde sehr hart arbeiten und wenn ich kann nochmal diese Schritt haben mit Frankfurt, ich werde sehr, sehr glücklich. Pepe Schmidt vom Wiesbadener Kurier. Ich wollte mal fragen, wie er denn die zwei Tore wieder gut machen will, die er gegen die Eintracht geschossen hat bei dem 3:0. Ja, nee, aber ja, jedes Spiel ist wichtig. Ich habe wie immer meine Beste zu probieren. Und ja, wenn ich kann jetzt mit Frankfurt die gleiche Performance ist Leistung. Die gleiche Leistung machen. Ich werde sehr froh und sehr stolz. Aber ja, ich hoffe, dass die Fans sind froh, dass ich bin hier und ich werde meine Beste zu geben. Christopher Michel. Ich bin mir sicher, bei euren Gesprächen ging es auch um das Thema Führungsspieler, weil danach ist immer die große Suche in der Bundesliga, auch bei der Eintracht. Würdest du dich denn als ein Führungsspieler sehen? Und wenn ja, wie würdest du denn deinen Stil auf dem Feld bezeichnen? Eher der Lautsprecher oder eher ja, eine andere Art der Führung? Je marche en français. Comme j'ai dit, on a beaucoup parlé avec le coach et Marcus, et je sentais que je pouvais être important et apporter à cette équipe. Et c'est aussi pour ça que je suis là. Bien sûr, mon allemand et même mon caractère, je ne suis pas le plus expressif. J'essaie d'être toujours calme, réfléchi et d'apporter par mon sérieux, ma mentalité et mon travail. Je ne vais peut-être pas être le plus à même à parler beaucoup dans les vestiaires. Il y a des joueurs d'expérience et, qui ont aussi, qui sont plus âgés que moi qui le feront très bien. Mais j'espère apporter voilà, par mon travail et ma mentalité et mes performances. Auch darüber haben wir gesprochen in den Gesprächen mit Markus Kröche und mit Dino Toppmöller. Und da hatte ich auch das Gefühl, dass ich eben wichtig sein werden oder wichtig werden kann für die Mannschaft. Und aus diesem Grund habe ich mich für die Eintracht entschieden. Na klar, es ist so, dass aufgrund meines Charakters und aufgrund auch meiner Sprachkenntnisse ich jetzt nicht unbedingt der Lautsprecher bin, sondern ich bin eher jemand, der ruhig ist, der überlegt ist und dann eher über die Arbeit kommt, mit der ich der Mannschaft helfen möchte. Und es gibt sicherlich auch noch Spieler in der Mannschaft, die noch erfahrener sind als ich, die dann eben diese Rolle einnehmen können, eben mit der Sprache und mit der Kommunikation. Ich möchte eher mit der Leistung glänzen, mit der Arbeit und mit meinem Charakter. Julian Franzke und dann Christopher Michel. Was ja auch auffällt, sind diese 7 Saisontore in der letzten Spielzeit, womit du ja in der Liga der beste Kölner Torschütze warst. Interessant auch deshalb, weil du, glaube ich, im Januar gegen Bremen warst, glaube ich, deine ersten beiden Tore gemacht hast, dann in der letzten Saison. Woher kam dann diese plötzliche Torgefährlichkeit
Und wie schafft man das als Sechser, sich dann genau im richtigen Zeitpunkt vorne einzuschalten und dann nicht die Defensive zu vernachlässigen? Das ist ja auch so ein Balanceakt vielleicht. Ja, ich weiß, dass es ist nicht meine erste Arbeit normalerweise. Ich bin ein defensiver Mittelfeld. Aber ja, ich probiere immer zu helfen, die Mannschaft. Ich weiß, ich habe auch eine gute Qualität. Ich bin Ausdauer. Endurant. Ausdauer. Ich kann viel laufen. Und ja, wir haben gesehen, letzte Saison, ich habe ja, 2-3 Tore. Es ist diese Situation, dass ich mache einen sehr langen Lauf, aber ich probiere auch zu helfen in die Ecke oder Freistoß. Ich probiere immer eine gute Position zu haben. Aber ja, ich bin nicht hier für Tor machen. Ich hoffe, mit meiner Qualität zu spielen, und wenn ich kann das haben, es ist natürlich ein Plus. Und ja, wir gucken natürlich für mich und für die Mannschaft, es ist eine sehr gute Sache, aber es ist nicht meine erste Qualität. Wenn Eintracht sagt, sie bekommen Spieler wie Skiri, einen sehr guten Bundesligaspieler, dann spricht Markus Krösche davon, dass er dir auch einen Weg und Visionen aufgezeigt hat. Wie sieht es denn aus? Könnt ihr dann auch schon Mannschaften jetzt wie Leipzig, Leverkusen, die alle vor der Eintracht waren, dieses Jahr angreifen und ja, Richtung Champions League schielen? Wie würdest du die Qualität hier in Frankfurt dafür sehen? Das ist schwer zu sagen. Wir sind nur die erste Tag, die erste Training, so wir müssen gucken, und wie passieren in die neue Jahr. Aber ja, wir haben Ambitionen, wir wollen progressieren, Fortschritte machen. Wir wollen ja Europäern zu spielen. Danach, wir wissen die Qualität von der anderen Mannschaft auch. So, wir müssen ja, ruhiger bleiben und fokussieren auf unser Spiel, unsere Qualität. Und am Ende, wir gucken, was passiert. Aber wir haben eine sehr gute Mannschaft, und wir müssen arbeiten und mit Ambitionen und Intensität spielen. Habt ihr noch Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Alles beantwortet. Danke euch, danke Elias und Patrick. Euch noch einen schönen Nachmittag. Machen gleich noch ein paar Fotos und sehen uns morgen hier um 14 Uhr zur Vorstellung von Hugo Larsson. Danke. Entschuldigung für meine Deutsch, aber ich brauche es ja.